rock, baby. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature Calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Sowieso das Geilste, ich quatsche die ganze Zeit und dabei ist so die Version von dem Ding abgelaufen. Yes, his powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha!
Das Spiel ist aber echt nicht gut gealtert, ey. Selbst die HD-Version davon. Sieht echt scheiße aus. Gelbe Kugel. Ja, moin. Ey, ich verstehe nicht, warum das Spiel nicht im richtigen Vollbildmodus ist, ey. Echt seltsam. Uch! Fragment der blauen Kugel, auch bekannt als Fragment des Lebens, macht aber nur ein Viertel des Ganzen aus. Im Komplettzustand kann es die Kapazität ihrer Lebenskraft erweitern. Ja, moinsen, Junge. Ja, ganz vergessen gehabt, dass das Spiel ja teilweise irgendwie ein Nebenprodukt von Resident Evil 4, glaube ich, gewesen ist. So. Auftrag 1, Fluch der Blutmarionetten. Nehmen Sie den Banner auf und öffnen Sie die verwünschte Tür. Ha, geil. Sowieso mal schauen, dass es Steuerung gewesen ist. Das Spiel ist echt nicht gut gealtert. Ich meine, wenn es in HD, ja klar, sieht es besser aus, aber ah, Junge. Scheiße. Wie gesagt, ist auch immer geil, wenn du die ganze Zeit am Quatschen bist, wie so ein Bescheuerter, und dann auffällt, oh ja, geil, das Mikrofon nimmt schon mehr gar nichts auf. Also ein roter Stein, der die neue Fähigkeiten und Türen öffnet. Die neuen Fähigkeiten stehen ihnen zur Verfügung, wenn sie Steine dem Gott der Zeit opfern. Okay. Ja, ist ja die normalen roten Kugeln. Die Frage, was, wo muss ich hin, wa? Ah, schade, okay, er hat ja keinen Doppelsprung drin. Ich glaube, den kriege ich ja später erst irgendwann. Ja, von dem allerersten Teil habe ich absolut gar keine Ahnung. Okay, von den anderen Teilen mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so, weil auch schon wieder Ewigkeiten, ja, dass ich den ganzen Kram gespielt habe. Okay, viereckiges Ballern. Ja, komme ich wahrscheinlich sowieso erst irgendwie durch, wenn ich irgendwelche anderen Sachen gemacht habe, war. Ja, die Tür ist fest verschlossen. Braucht 45 rote Kugeln, um die zu öffnen, okay. Huch. Das ist aber auch was Neues, war. Hier ist fürs Schwester Siegel, rostiger Schlüssel könnte helfen. Also so, man merkt auf jeden Fall, dass es ja von Resident Evil inspiriert ist, wa? Aber wie gesagt, eigentlich ist es ja mal Resident Evil 4 gewesen. Eigentlich. Die Laufgeschwindigkeit, ey, die lässt aber auch zu wünschen über, wa? Das 45 von diesen komischen Kugeln, ey. Jeden scheiß Futzel zusammensammeln. Ich höre da so ja, auch ein bisschen was von den Resident Evil Soundtrack mit raus. Teilweise. Viele Sachen, viele Texturen und so dafür benutzt wurden. Okay. Viel
fehlt ja noch was. Wo kriege ich den Rest denn her? Okay. Sehen mir nur drei so eine bescheuerten Kugeln. Super, ey. Ist immer geil. Ich habe absolut keinen Plan mehr für so ein Spiel, ey. Jetzt darf ich hier echt durch die Gegend rennen wie so ein Volltrottel. Und die restlichen komischen Orbs suchen. Geil, Digga. Läuft. Das sind drei Stück noch. Sind die Dinger denn hin? Okay. War halt jetzt wirklich nur die Frage, wo die letzten drei komischen Orbs hin sind. Keine Ahnung, ey. 45 Stück brauche ich. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Zero. Naja, geht's halt auch mal irgendwie ein Stück hoch, aber. Ich glaube, das eine hat ja auch eher wenig was mit dem anderen zu tun. Ruhig. Die letzten Teile hin, Du kannst dich ja auch gar nicht irgendwie umschauen oder so, wirklich. Bombe, Digga. Also habe ich sie doch schon gehabt. Ich hab gedacht, ich hätte nur 42. Also bin ich jetzt die ganze Zeit umsonst durch die Gegend gelaufen, wie weiß ich was. Na super. Voll die Zeit verschwendet, Alter. Na egal, scheiß drauf. Gibt Schlimmeres. Weißt du gar nicht, ob es hier irgendwie so eine. Ob es hier halt auch so extra Level gab? Ich glaube nicht, wahr? Ah. Okay. Soll ein Zeichen dafür sein, dass ich genau da hoch muss, wa? Aber halt auch noch eine Tür. Okay. Erstmal da hoch. Na, ist der komische Schlüssel wahrscheinlich, ja? Ja, rostiger Schlüssel. Der Schlüssel ist zwar verrostet, sollte aber trotzdem noch Türen öffnen. Ah, jetzt bewegen sich die Gegner bestimmt, wa? Ja, doch nicht. Na doch, oh Gott. Was mit den Marionetten und so ein ganz Kram ist ja auch nur davon gekommen, weil Resident Evil 4, glaube ich, mal so in die paranormale Richtung gehen sollte.
So gar nicht, wie man hier wirklich Kombos und so machen soll, ey. Weil das spielt sich also so clunky, finde ich. Gucken wir mal hier noch irgendwas. Hier sind drei Öffnungen, die man etwas hineinstecken kann. Okay, ja, muss ich hier wahrscheinlich erst später hin. Das ist eine Leiter? Ist eine Leiter, aber die Klappe ist verschlossen. Okay. Ja, okay, stimmt. Dadurch, dass ich ja noch gar keine Kombos wirklich habe. Die ganzen Sachen muss ich auch erst freischalten. Kommen da unendlich viele Gegner? Ja, ich glaube nicht wahr. Da geht hier ja noch wahrscheinlich nur nach unten. Ah, fuck! Oh, Digga. Ja, oh, der war smooth, Junge. Das mit den Marionetten kommt mir aber auch irgendwo ja bekannt vor noch. Ich glaube, das hatten wir auch in 4, glaube ich, so ähnlich gehabt. Sowas mit Mario, gegen Marionetten gekämpft hat. Schauen, ey, was ist denn der dämliche Ausgang? Blind, blöd oder beides? Ah, da vorne. Pff. Naja, rostigen Schlüssel verwendet. Das Spiel ist echt in die Jahre gekommen, muss ich sagen. Auch so von der Steuerung her. Ich meine, es ist nicht schlecht. So. Also, es gibt definitiv Schlimmeres. Also bin ich da noch nicht ran. Das ist halt echt super in die Jahre gekommen. Ah, okay. Wollte gerade sagen. Pling, blauer Dämon, Junge. Oh, ganz vergessen, ich kann ja wieder Trophäen freischalten hier. Die Trophäen von der PS3 und PS4-Version sind ja komplett verschieden. Die Fragmente haben sich zu einem Ganzen zusammengefügt. Ihnen steht jetzt extra Lebenskraft zur Verfügung. Mich, Bruder. Warum nicht? Oh. Hier steht etwas. Die 17 Marionetten sind meine Herren. Niemand tritt hier ein, solange meine Meister hier sind. Naja, wahrscheinlich muss ich die Scheiße erstmal aktivieren, bevor ich hier weiterkomme, wa? Oh, okay, das ist neu. Ah, fuck! Okay, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wa? Okay.
Also die sind auch also auf Fernkampf aus. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Weiß gar nicht, wie das mit den ganzen Stilpunkten hier richtig funktioniert, ob es halt wirklich nur mit dem Schwert ist. Wie komme ich jetzt hier nach oben? Ah, perfekt. Das werden ja wahrscheinlich jetzt die 17 Gegner gewesen sein, von denen da gequatscht wurde. Diese Kleckerbeträge am Anfang, die man da bekommt, wie es aussieht, einfach wirklich. Als hätte es irgendjemand schlecht reingefotoshoppt, ich schwör's dir. Junge, Junge, Junge. Teufelsrang C, Digga. Das war ja mal richtig beschissen. Naja, ich habe nie behauptet, dass ich irgendwie gut in dem Spiel bin, ne? Ich habe bis heute auch so eine Leute nicht verstanden, die so eine übelsten Combo-Monster sind in dem Game, ey. Das ist Auftrag 2, Richter des Todes, öffnen Sie die Tür der Kathedrale. Okay. Ein Landschaftsbild mit einer ganz merkwürdigen Stimmung. Geil. Oh, ja, blauen Hauptteil nehme ich. Was viele der Bücher sind Aufzeichnungen von Gerichtsverhandlungen aus jener Zeit. Bei den anderen Aufzeichnungen handelt es sich um Ernte- und Geburtslisten. Okay. Okay. Was ist das denn? Okay, das ist neu. Oh, Digga! Er zieht richtig durch.
Okay, das ist echt, nee, die hat einfach eine Shotgun, Digga. Okay, okay. Ich sollte definitiv etwas aufpassen. Auf die Gegner, so. Alter, okay. Tür ist verschlossen, aber ein rostiger Schlüssel könnte helfen. Super. So. Ist das nicht einfach. Ja, aus wie seine komische Rebellion-Waffe. Oh. 1:1 danach aus. Ja, nee, obwohl, stimmt, ein bisschen anders. Alles klar, Digga. Ja, genau, durch seinen Kopf durch, oder was? Oh, direkt eine neue Waffe. Perfekt. Alistair, der Besitzer von Alistair, kann sich blitzartig schnell bewegen und fliegen. Nice. Die Waffe hier direkt wechseln? Oh, alles, dieses Menü sieht so scheiße aus, wirklich. Oh. Teufelswaffen. Ah, okay. Normal. Sie können im Umgang mit Dantes erworbenen Fähigkeiten proben. Hinweis, die abgebildeten Taste gilt für die Standardeinstellungen. Okay, Alistair, die Umgang. Ja. Teufelswaffen. Alistair Force Edge. Okay, das ist eine normale Waffe, wa? Die Gegenstand wird bereits verwendet. Ging ganz Spaß. Okay. Digga, das Menü sieht so bescheuert aus, wirklich. Okay, ich kann mich jetzt also blitzschnell bewegen. Jetzt aber wenig. Ich muss mir auf jeden Fall diese Heilsterne holen oder so ein Scheiß, wirklich. Was ein Sinn, wenn den Teufel sehr ähnlich sieht, ist dargestellt. Da ist auch ein Schlüssel. Soll ich ihn nehmen? Ja, bitte. Der rostige Schlüssel. Ja. Die Sensenmänner, die kommen ja gleich wieder. Oh nein, da lag doch was. Shotgun, wa? Nice. Ich. Präzisionsgewehr für große Distanz, wo ist der Schirmkraft auf hoher Distanz? Alles klar, Bruder. So. Da werden sicherlich jetzt auch keine Gegner kommen, wenn ich hier durch die Tür durch will, war. Lasst euch nicht stören, Jungs. Sie haben den rostigen Schlüssel verwendet. Ja. Nee, dich muss ich als erstes platt machen, ey, wirklich.
Mega cringe. Okay, nimm ich. Gar nicht, wie man das machen soll mit dem Schnellrennen, Ah, Dämonenform, okay. Devil Trigger ist also auf L. L1. Ist aber auch geil, dass das absolut nicht erklärt wurde, Ja, hört das aber auch mal mit dem Gegner hier auf, Naja, zumindest bin ich jetzt hier voll geheilt. Das ist eine Engelstatue, Wächter einer Gottheit, okay. Haben wir's? Ja. Ja, gehen wir aber auch nur dezent auf die Nüsse, ey. So, was haben wir denn hier? Steht etwas geschrieben, mein Gott steht vor dir. Dränge Gott mit deiner Kraft zurück, um den Weg zu öffnen. Okay. Haben wir? In dieser Öffnung steht etwas geschrieben. An diesem Ort versammeln sich die helfenden Seelen. Okay. Stab der Gerechtigkeit, ein Stab, der mysteriös leuchtet. Okay. Sehr mysteriös. Ach, okay, hier bin ich. Das war so klar, wirklich. Ich meine, wenn es nicht vorhin gewesen ist, ist es jetzt so, was ist so geil. Kommt mir aber auch ein bisschen bekannt vor. Boah, Digga. Verstehe ich, wie du mit dem Kampfsystem, du hast irgendwie drei Kombos quasi, wie du da denn hohe Bewertungen bekommen sollst, verstehe ich nicht so ganz. Das ist ein Löwenstaat oder das ist eine Inschrift, wie die Löwen akzeptieren können, mich befreien. Okay.
Ein unglaublich starker Machtheld, alles fern. Bevor ich einem Löwen gegenübertreten kann, benötige ich ein Zeichen. Gell? Nein! Oh fuck, Digga. Ich hab's gewusst. Ich sehe ihn nur mit seiner Shotgun. Tja, aber was denn für ein Zeichen? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Zeichen braucht er denn? Ach, vielleicht kriege ich das ja noch. Ah, lass dich nicht stören. Hier, lass mich in Ruhe. Hallo, Hilfe. In diesem Ort versammeln sich helfende Seelen, ne? Boah, was? Die machen aber übel Damage, die Viecher, ey. Was ich denn machen? Ich jetzt aber auch nicht so ganz, wo ich denn jetzt hin soll. Ach, okay. Vielleicht in das andere Symbol mit rein. Da ist dann noch so ein Teil an der Wand dran gewesen, in der anderen Richtung. Hier. Ah, vielleicht komme ich später dazu, noch mal die ganzen anderen Sachen zu machen. Hör auf, nur wieder ein C-Rang, wirklich. So. So beschissen ist das.